Ja, bin dann irgendwann nach Hause und habe mir gedacht, okay, dann ist das halt jetzt so. Und habe aber nicht verstanden, wo diese Schmerzen herkommen. Und es hat wirklich unglaubliche 9 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, wo sie hergekommen sind, bis ich Diagnosen hatte. Hallo liebe Marion, so schön, dass du heute da bist. Wir kennen uns ja nur über E-Mail, gell? Du hast mich angeschrieben und dann haben wir hin und her geschrieben und ich finde deine Geschichte so spannend. Du hast so viele verschiedene Diagnosen bekommen, von Hashimoto zu Morbus Basedow und dann hattest du noch eine ganz schlimme Schmerzzeit, über 11 Jahre. Und es hat angefangen nach der Geburt. Aber bevor wir in deiner Krankheitsgeschichte hineintauchen, erzähl uns doch noch ein bisschen was über dich, damit wir wissen, wer heute überhaupt hier ist. Hallo Priscilla, danke, dass ich da sein darf und was erzählen darf. Ich bin die Marion, bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn, lebe seit knapp 4 Jahren jetzt dann am wunderschönen Bodensee. Damit haben wir unseren großen Traum erfüllt. Und ja, bin durch eine nicht so schöne Zeit gegangen. Habe sehr viel daraus gelernt und da darf ich heute was drüber erzählen. Ja, da bin ich mega gespannt. Ja, von mir aus können wir gleich in die Krankheitsgeschichte reintauchen. Du kannst erzählen. Das Interessante ist ja, wenn man aus der Retroperspektive drauf schaut, dann fallen einem ja schon früher Finessen auf, wo der Körper schon sich gemeldet hat, hey, da stimmt irgendwas nicht. Wie war das bei dir? Wie alt warst du da und was waren so die ersten Symptome? Also das erste Mal so bewusst wahrgenommen, dass vielleicht was nicht so stimmt, war zu Beginn meines Studiums. Da war ich so um die, ich glaube so um die 20 war das. Ich habe da relativ viel Sport gemacht oder war relativ viel joggen und habe einfach immer gedacht, mein Puls ist so hoch. Also es war zwar kein Problem für mich in dem Sinn, ich konnte da ganz normal sprechen mit einem Puls von 165, 170, aber ich bin jetzt nicht entsprechend schnell gelaufen, dass das gepasst hätte. Und da bin ich dann das erste Mal zu einer sportmedizinischen Untersuchung und da war dann das erste Mal Verdacht auf, dass mit der Schilddrüse was nicht stimmen könnte und bin dann damals, also ja, zum Arzt dann nochmal und dann hat man festgestellt, dass irgendwie der TSH-Wert bei, ich glaube, 3,5 war, also aus heutiger Sicht völlig normal. Aber zu damaligen Zeiten war das, oder hat dieser Arzt befunden, das ist schon behandlungswürdig. Und hat dann mir, ich glaube, ich habe dann begonnen mit Jod und dann schon mit Thyrex und es hatte beides überhaupt keinen Effekt. Außer, dass der Blutwert irgendwann ein bisschen weiter unten war. Aber sonst hat es nichts geändert. Also an meinem Puls hat es nichts geändert. Und ich habe mir damals schon gedacht, okay, komisch, also wenn ich jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion haben sollte, dann müsste ich eigentlich einen niedrigeren Puls haben, da passt der hohe ja gar nicht. Also da hat man damals schon keine Erklärung gehabt. Ja, ich habe mich damals auch nicht ausgekannt und habe halt dann diese Tabletten genommen. Aber das Befinden ist eigentlich immer gleich geblieben. Und ja, und ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Gewicht. Ja. Hab einfach machen können, was ich wollen habe und habe schwer abgenommen. Und ja, aber das war so und das hat sich dann über Jahre hingezogen. Ich habe es dann auch gar nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt, weil so tragisch war es nicht. Und ja, bin dann irgendwann mal, glaube ich, umgestellt worden. Nein, das war schon nach der Geburt. Nein, das war dann schon nach der Geburt. Ja. Also so hat's begonnen, eigentlich total harmlos und unscheinbar. Ja. Ja, und 2004 ist dann mein Sohn auf die Welt gekommen. Und in der Schwangerschaft habe ich ganz normale Schilddrüsenwerte. Da habe ich ja keine Tablette oder irgendwas genommen, da hat er immer alles gepasst. Und eben dann war die Geburt zwar leider hochdramatisch und ich bin da sehr, sehr schwer verletzt worden. Und Wie war das denn? Also, was war traumatisch und wie wurdest du verletzt?
Oh, wenn ich das jetzt alles erzähle, dann reden wir da 2 Stunden. Ich mache mal die Kurzfassung, die ganz Kurzfassung, die für mich selber, wenn ich sie heute nach eben 16 Jahren erzähle, immer noch wie in einem schlechten Film sie anhört für mich. So, wo man denkt, unglaublich, dass das überhaupt passieren hat können. Also die Geburt war hoch. Ich würde es eigentlich als gewalttätig beschreiben, so im Nachhinein. Es hat irgendwie nichts gepasst. An diesem Tag sind einfach, ich glaube, 12 Kinder auf die Welt gekommen. Das Personal war mega unterbesetzt. Und die haben irgendwie gedacht, dadurch, dass ich Physiotherapeutin bin und einen medizinischen Beruf habe, weiß ich, wie das abläuft oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie mich mehr oder weniger allein gelassen, weil sie ja ständig mit anderen beschäftigt waren. Und ich hatte bei der Geburt schon wahnsinnige Schmerzen, also ich konnte mich nicht bewegen und es hat da schon immer geheißen, ja, quasi mach halt einfach und tu und so. Und ich meine, das war mein erstes Kind, ich weiß ja nicht. Und Ja. dachte, naja, dann werden die schon recht haben. Also ja. Und habe dann irgendwann einmal PDA bekommen, die ist falsch gesetzt worden. Also da ist die Nadel abgebrochen, der hat mir, glaube ich, in den Wirbel gestochen. Dann war der Oberschenkel. Also seither ist der äußere Stelle meines Oberschenkels immer so ein bisschen taub. Also das war so das Erste. Dann hat die PDA-Ausleitung nicht funktioniert. Dann wurde ich festgeschnallt so auf diesem Gebärbett, wo ich überhaupt nie hin wollte. Ja. Wurde festgeschnallt, weil ich keine Kontrolle hatte über meine Beine, weil die PDA eben irgendwie nicht ordentlich ausgeleitet werden konnte. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und ich hatte überhaupt kein Gefühl. Also ich hatte eben keine Kontrolle über meinen Körper und dann sollst du da ein Kind auf die Welt bringen, wenn du deine Bauchmuskulatur oder gar nichts spürst. Also wie gesagt, meine Beine waren angeschnallt, weil sonst, ja. Und dann ist halt einfach nichts weitergegangen. Mein Sohn war sehr, sehr groß. Also im Nachhinein würde ich sagen, viel zu groß für mich, mein Becken. Und schlussendlich haben sie dann 2 Erwachsene mit Ellbogen voran, also diesen Cristella-Griff auf mich drauf gecatcht, ich weiß nicht wie oft. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann einmal nur noch geschrien, sie sollen aufhören, weil ich gespürt habe, irgendwas in mir ist jetzt zerrissen. Und ich das Gefühl gehabt habe, wenn die nur weiter drücken, dann schießt mein Kind also dann platzt mein Bauch und dann schießt mein Kind wieder von denen aus mir raus. Ja. Ich weiß nicht, wie oft das alles war, keine Ahnung. Ich habe das, ja, ich habe mir nur gedacht, wo er dann auf der Welt war, er ist da und ich bin weg. Also ich konnte einfach nicht mehr, bin dann auch noch mal gefahren, habe wahnsinnig viel Blut verloren und bin dann nur zu allem Überfluss falsch zusammengenäht worden. Also Oh, es okay. hat sie dann, ja, also es war eine Tortur und das Schlimmste war aber eigentlich danach, wodurch ich glaube ich auch dann diese traumatische, das Hashimoto dann entwickelt habe. Dass sie wahnsinnige Schmerzen hatte und mir das keiner geglaubt hat. Und ich war wirklich schwarz vom Bauchnabel bis zur Mitte der Oberschenkel. Und die haben alle gesagt, ich soll nicht so blöd tun auf der Art. Und ich hätte eine schlechte Wundheilung. Und ja, ich konnte nicht laufen. Ich kann das nicht beschreiben, diese Schmerzen. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Das war so schlimm. Und dadurch, dass mir immer gesagt wurde, ich soll nicht so wehleidig sein, dachte ich, naja, ich habe noch nie ein Kind bekommen, vielleicht sind es die Hormone, vielleicht bin ich jetzt wirklich so wehleidig. Und habe halt irgendwie versucht, das zu meistern. Ja? Also, was soll ich denn machen, oder? Bin dann nach einer Woche untersucht worden, da hat man dann festgestellt, dass die Narbe falsch, also die Darmnaht falsch zusammengenäht worden ist und sie völlig entzunden hat. Und da hat man dann schon mal eben diesen Bluterguss gesehen, ja, und hat mir dann erklärt, ich hätte keine innenliegenden Blutergüsse. Und dann hab ich dann gesagt, naja, wenn ich außen schon so dunkelblau bin, wie wird das dann erst innen ausschauen? Also, und da hat man mir erklärt, nein, also das wäre nicht so, man würde da nichts sehen. Bin bei dieser Untersuchung auch kollabiert, man musste mir dann Dormicum geben, weil ich das nicht ausgehalten habe. Und ja, bin dann irgendwann nach Hause und habe mir gedacht, okay, dann ist das halt jetzt so. Und habe aber nicht verstanden, wo diese Schmerzen herkommen. Und es hat
Es hat wirklich unglaubliche 9 Jahre gedauert, bis sie verstanden hat, wo sie hergekommen sind, bis sie Diagnosen hatte. Also wir haben nach 2 Jahren, das erste war die Damna, die ist nach 3 Monaten korrigiert worden. In dieser Zeit hat die dann auch noch Wahnsinn. einen Tumor im Knie, weil das eine war ja noch nicht genug. Der Tumor war zwar gutartig, aber das wusste er bis zum Ergebnis der Biopsie nicht. Und bin dann eben, also da war mein Sohn 3 Monate alt oder 4, bin ich dann operiert worden, ist die Darmlaut korrigiert worden. Und da hat man mir schon gesagt, naja, das ist nur eine kosmetische Operation. Also das Krankenhaus hat das gesagt. Meine Frauenärztin hat gesagt, das gehört gemacht, weil ich habe überhaupt keine Kontrolle. Es war ja ein große klaffende Wunde dann. Ja, dann ist es zusammengenäht worden und wo ich gewusst habe, ich muss ins Spital, habe ich mein Knie untersuchen lassen, weil mir das in der Schwangerschaft immer schon wehgetan hat. Und befreundeter Unfallchirurg und Iwe waren eigentlich der Meinung, das ist Meniskus, ganz klar. Und habe mir gedacht, okay, dann mache ich das jetzt mit, wenn ich schon ins Krankenhaus muss. Und dann ist bei der MRT-Untersuchung rausgekommen, dass es ein Tumor ist im Knie. Und ich habe mir echt gedacht, hey, so, ja, liebes Leben, das reicht jetzt dann. Ich kann nicht mehr. Also was hab ich alles falsch gemacht, dass ich das jetzt da. Also ich habe nicht gewusst, wie umgehen damit. Ja. Und dann machst du natürlich alle möglichen Gedanken von wegen, ja super, jetzt habe ich einen Tumor im Knie und irgendwie dauernd Schmerzen und ein kleines Baby und vielleicht muss ich mich bald verabschieden. Und also da machst du ja alle Horrorszenarien. Ja. Und es hat, glaube ich, einen Monat gedauert von diesem MRT-Ergebnis bis zum Biopsie-Ergebnis. Und das war echt, ja, also ein Auf und Ab der Gefühle und Ängste. Und ja, dann ist eben Gott sei Dank rausgekommen, es war ein harmloses Bindegewebsteil, das sie da abgekapselt hat. Und ich habe eigentlich nach dieser OP dann erwartet, dass die Schmerzen im Unterleib besser werden. Das war ganz kurzfristig so, aber nicht wirklich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann meinen Kopf eigentlich nicht wirklich heben. Irgendwas hat es dann noch. Und ich war aber, glaube ich, ich war einfach so traumatisiert, dass ich viele Sachen einfach nicht wahrhaben wollte, dass mir das so schon so viel zu viel war, dass ich ganz viel verdrängt habe, weil ich einfach nicht umgehen konnte damit, dass da jetzt noch was kaputt ist. Und habe dann auch, ich glaube, nach 9 Monaten einfach beschlossen, so aus, es kann mir eh keiner helfen, es sagt jeder, ich habe nichts, dann habe ich nichts. Dann mache ich einfach so, wie wenn ich nichts hätte. Habe dann angefangen, wieder Tennis zu spielen, weil man dachte, das hat mir früher mal recht Spaß gemacht, ich brauche jetzt irgendwas, was mir Spaß macht, weil sonst bin ich durch. Das war natürlich so für den Körper gesehen das Schlechteste, was ich machen habe können, mit den Verletzungen, die ich gehabt habe. Aber das habe ich ja zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Und habe es einfach, eben einfach gedacht, das ist mir jetzt egal. Es sagt ja eh jeder, ich habe nichts. Und ich muss denen ja auch glauben, weil was soll ich denn, ja, also mein Gefühl sagt mir zwar was anderes, aber vielleicht täuscht mir mein Gefühl. Ja. Und das hat dann nicht so gut geändert. Also musste dann sehr viel Schmerzmittel natürlich nehmen, ja. Also ich habe es einfach nur verdrängt und ignoriert, ja. Und schlussendlich war es dann so, dass nach 2 Jahren oder nach 1,5 haben wir dann gedacht, okay, komm, irgendwas passt definitiv nicht. Du musst einfach weitersuchen. Und dann bin dann von einer Untersuchung zur anderen, von Darmspiegelungen über Ultraschall vom Bauch und also es ist eigentlich nirgends was rausgekommen. Und ich habe dann aber gesagt, also irgendwo habe ich dann wieder Kraft gehabt, eben mit dem zu stellen und habe gesagt, also ich brauche keinen Ultraschall, um zu wissen, dass da was nicht stimmt, weil ich konnte wirklich meine ganze Hand, also von den wirklich meine ganze Hand quer und längs im Bauch, also wie rein führen quasi und bis zur Wirbelsäule zurück. Und dann habe ich gesagt, also, da stimmt was nicht. Und man hat auf dem Ultraschall aber nichts gesehen. Also die haben gesagt, sie sehen nur graue Masse. Und ich sage, ja, das heißt ja eh, dass da gravierend was nicht stimmt. Also ich musste sehr viel
diskutieren da eigentlich, musste mir sehr oft anhören, naja, immer diese Physios, die glauben immer, sie sind gescheiter. Oh. Ja. Das war echt nicht so Also einfach ein und Stolzthema auf ärztlicher Seite eigentlich. ja, immer wieder mal, also oder lange Jahre, sagen wir mal so. Und ich habe dann das Krankenhaus auch verklagt. Bezüglich Darmnaht habe ich recht bekommen. Aber das andere, was dann nachher war, war quasi zu spät und die haben das dann einfach abgewiesen, weil man es ja nicht beweisen konnte. Weil in Österreich ist es so, also so in Österreich, da ist es so, dass du als Patient die Beweispflicht hast. Und dadurch, dass ich nicht untersucht worden bin und es keine Ergebnisse gegeben hat, habe ich ja nichts gehabt und der Geburtsbericht selber ist gefälscht worden. Der war plötzlich, also den habe ich gelesen, mein Mann hat ihn auch gelesen nach der Geburt. Und wo es dann zum Verfahren oder zur Klage gekommen ist, ist da plötzlich drinnen gestanden, normale Spontangeburt ohne Komplikationen. Und dann haben wir gedacht, wow, okay, Oh und mein du hast keine Chance, du hast einfach keine Chance. Also das, du hast gegen dieses System, wenn die nicht das Skalpell in dir vergessen, dann hast du keine Chance. Das war dann Anno. Also es war zum körperlichen Schmerz nur dieses verleugnet werden und dass da einfach keiner hilft. ist quasi eine körperliche Vergewaltigung, die passiert ist, die Ja. du nicht beweisen kannst, und dann gibt man einfach dem Täter mal das Recht und das Opfer ist dann halt einfach. Genau. Ja. Und Und es war weißt du, was ich mir leider. gedacht habe, als du das erste erzählt hattest, wo sie dann immer verleugnet haben, habe ich mir schon gedacht im Gespräch jetzt, ja, klar verleugnen die, weil die wissen, wenn da irgendwas ist, dann müssen sie zahlen dafür. Und wenn sie das so lange wie möglich rauszögern, das verleugnen, dann verjährt das ja irgendwann. Genau, so ist das System, ja. Und jetzt musste ich mir damit klarkommen, dass mir keiner glaubt. Dann, ja, und schlussendlich war es dann so, ich habe damals dann auf einer Schönheitsoperation bestanden, und zwar auf einer Bauchdeckenstraffung. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast ja gar kein Fett am Bauch und das ist gar nicht nötig. Dann habe ich gesagt, es ist mir egal, ich will, dass da aufgemacht wird, weil ich weiß, dass da was nicht stimmt. Und ich Ja. musste dann mit der Krankenkasse noch diskutieren. Da hat Mhm. wirklich der behandelnde Arzt, der das die OP machen hätte sollen, also es wäre eigentlich eine Privatleistung gewesen, hat die Empfehlung für die, da gibt es, also der hat so, wie sagt man denn, so ein Empfehlungsschreiben quasi an den Chef meiner Krankenkasse damals geschrieben. Und das war mit roten Kugelschreiber unterschrieben und der Chefarzt bei der Krankenkasse hat mir dann erklärt, wenn er solche Empfehlungsschreiben mit rotem Kugelschreiber kriegt, dann ist das wie so ein internes Zeichen, OP ist nicht notwendig. Und er hat mir das aber gesagt und ich habe ihm dann erklärt, dann habe ich gesagt, schauen Sie her, also da kenne ich mich jetzt wirklich aus, es stimmt was nicht. Dann habe ich ihm das alles gezeigt, habe gesagt, ich kann meinen Kopf nicht heben, ich kann das und das nicht machen, ich kann mit der Hand so tief, also das ist nicht normal, also da stimmt was nicht. Er hat dann gesagt, okay, das war der Erste. Der hat dann gesagt, ich vertraue Ihnen, wir zahlen diese OP. Wow. Und die haben das dann bezahlt und ich hatte dann wahnsinniges Glück, weil in dieser Zeit hat meine Schilddrüse schon sehr, ich sag mal, zum Spinnen begonnen und ist immer von extrem, also es waren immer nur die TSH-Werte, von extrem, also von, ich sag mal, 20, 25 runter auf nicht nachweisbar. Und wieder rauf, also es ist von extrem hoch auf extrem niedrig immer hoch runtergegangen. Wenn ich jetzt im Nachhinein denke, ich mal, das war genau mein emotionaler Zustand. Also es ist immer so rauf, runter, also ja, und immer von einem Extrem ins andere. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass vor der OP nur mehr große Blutuntersuchung gemacht worden ist und ein Arzt gesagt hat, irgendwas gefällt mir da nicht, ich mache jetzt mal die Antikörper. Und da hatte ich weiß nicht, also 4000 irgendwas, ich weiß es nicht. Also wahnsinnig hohe Anzahl an Antikörpern. Der hat dann gesagt, das war ein Tag vor der OP, wo das rausgekommen ist. Und der hat dann gesagt, wow, nehmt ja kein Jod zum Desinfizieren, weil sonst hätte ich das nicht überlebt. Also da habe ich schon mal sehr großes Glück gehabt. Dann ist die OP gemacht worden und es ist mir dann nach der OP, ist dann ein Arzt, also der Operateur zu mir gekommen und hat dann gesagt, so,
Naja, war gut, dass wir das gemacht haben. Da war alles zerfetzt. Wir haben es wieder zusammengenäht. Und dann habe ich gesagt, schon, gell? Dann hat er Oh, gesagt, Marianne. ja. Und es war wirklich, also es war die gesamte Bauchdecke, es gibt ja diese Rektusscheide, die geht Ja. vom Brustbein bis zum Schambein. Das war wirklich zerfetzt. Und es ist dadurch, dass das ja schon 2 Jahre her war, Oh. alles irgendwo angewachsen gewesen. Die rechte Seite ist abgerutscht gewesen. Also es war. Und sie haben mir dann aufgeschnitten. Also vom einen Becken kam zum anderen, haben das Ganze hochgeklappt und haben dann eben gesehen, dass die Bauchdecke zerfetzt ist. Haben das dann alles wieder in die Mitte gezogen, zusammengenäht. Und ja, ich durfte dann nichts heben, das mit einem 2-jährigen Kind. Also wir haben gewartet, bis er 2 war, dass er halbwegs viel schon selber machen konnte, dass er nicht mehr so viel selber tragen musste oder ihn tragen musste. Aber das war die Hölle. Vor allem, wenn du deinem 2-jährigen Kind dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre sagen musst, jedes Mal, wenn er die berührt, oh, ja, also kuscheln ist nicht gegangen. Es war ja mein ganzer Oberkörper, der geschmerzt hat. Und ich habe einfach dann nichts ausgehalten. Es hat einfach so weh dann. Und mit einem, wenn du weißt es selber als Mutter oder kleine Kinder sind einmal nicht so vorsichtig. Und die verstehen das auch nicht. Und ich glaube, das Wort, was mein Sohn da am öftesten von mir gehört hat, war au. Oder bitte nicht. Oder pass auf. Oder einfach immer so, ja, weil es einfach so weh dann hat. Und das war echt schlimm. Und er hat dann nach dieser OP, ich glaube, ich war 2 Wochen im Krankenhaus, und er hat dann echt jedes Mal, wenn wir ins Auto gestiegen sind und wenn das 3-mal am Tag war, hat er jedes Mal gesagt, Mami, 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 bitte nimm mich ins Krankenhaus. Und hat sie dann lange, lange selber die Schuld gegeben, hat immer gesagt, geh Mama, dein Bauch ist nur kaputt, weil ich in deinem Bauch war. Und dann haben wir gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht und das hat mit dir gar nichts zu tun, ist einfach so passiert. Und oder waren die Ärzte in dem Fall, ja. Aber das war für ihn sehr schwierig. Wir haben, also eben, das ist dann nicht nur die körperliche Geschichte, sondern das andere war eigentlich noch viel, viel schlimmer. Und auch so, dass sie einfach so viele Sachen nicht machen konnte, weißt, die konnte nicht einfach sagen, ja, geh mal Fußball spielen oder kletter mal auf den Ding oder rutsch mal da runter oder so. Ich habe schon vieles gemacht, aber immer unter Schmerz, und Kinder sind ja nicht blöd, du kannst das nicht so verbergen. Ja, das geht nicht. Und ja, dann ist es zum Teil besser geworden. Also ich habe dann wieder Stabilität in meinem Oberkörper gehabt. Also es ist dann von dem her einiges besser geworden nach der OP. Aber so ein bestimmter Schmerz ist immer noch nicht weg gewesen. Und ich hatte dann, ja, also ich glaube, das ist dann so nach 7, 8 Jahren ganz heftig geworden. Immer so Darmkrämpfe. Der war im Becken, also im tiefen Beckenbereich. Und das Schlimmste waren dann eben so Darmkrämpfe im Enddarm. Und das wünsche ich auch niemandem, weil da kannst du nicht einmal mehr atmen. Also das hat so wehgetan. Und das ist so unvermittelt plötzlich kommen, und dann stehst du nur noch da und denkst dir, oh, ja. Und dann hat wieder Darmspiegelungen und. Und dann ist mir immer gesagt worden, also ich weiß nicht, bei einer Darmspiegelung hat es geheißen, der Darm ist wunderbar, da ist überhaupt nichts. Er ist sehr kurvig und ich wäre wahnsinnig wehleidig. Dann habe ich gesagt, wieso wehleidig? Und dann habe ich gesagt, naja, weil ich hätte da wahnsinnig geschrien bei dieser Untersuchung, du kriegst ja so ein Dormikum. Dann habe ich gesagt, naja, und der Darm ist sehr kurvig. Heißt für mich jetzt als Physiotherapeutin, dass der eben dadurch, dass das ja alles zerfetzt war und keinen Halt gehabt hat, und dass der einfach eben auch verzogen ist bis zum geht nicht mehr und irgendwie zusammengenäht, und ja, Platz. genau. Und dass halt dann die Nahrung da oder der Stuhl an gewissen Engstellen einfach nicht durchkommen ist, und das hat immer mega weh dann. Und dann hat er gesagt, ja, dann war wieder so, ja, immer diese Physios. Innen hat der Darm nichts. Dann habe ich gesagt, ja, das ist schön, dass mein Darm dann wenigstens okay ist, ja. Aber für mich ist das die Erklärung der Schmerzen. Und ich wurde dann einmal in die Notaufnahme, also das sind einmal in die Notaufnahme, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und da war ein sehr junger Arzt, der hat dann eine rektale Untersuchung gemacht und hat dann gesagt, wir machen jetzt ein MR, weil irgendwas passt da einfach nicht, irgendwas stimmt nicht.
Und dann hat man gesehen in diesem MR, das war nach 9 Jahren, dass das Steißbein gebrochen war und völlig fest zusammengewachsen ist. Oh Gott. Und jetzt, wie nur 90 Grad nach vorne steht. Und wenn der Beckenboden sie irgendwie verzieht, eben die Darmwand reizt und der Darm dann krampft. Ja, dann war er wieder Untersuchung über Untersuchung. Nach 9 Jahren, wo du diese Schmerzen hattest. Nach 9 Jahren, ja. Ei. Aber das war für mich so ein, ich kann das nicht beschreiben, wo ich diese Diagnose bekommen habe und oder dieses Bild gesehen habe von meinem Steißbein, ist in mir was schon allein deswegen geheilt, weil ich mir gedacht habe, okay, und ich spinne nicht und ich bin alles Ja. andere als wehleidig. Ja. Ja. Ich bin alles andere als wehleidig und mein Körper ist alles andere als doof, weil ich habe mir immer geglaubt, du blöder Körper und jetzt hör mal auf zum Wehtun und was ist das für scheiß Leben und oder irgendwann wirst du ein bisschen, oder ein bisschen, wirst sehr frustriert. Ja, und diese Unbarmherzigkeit, die dir begegnet ist in diesem Krankensystem, weil sie Angst hatten, verklagt zu werden, diese Unbarmherzigkeit hast du dann auf dich verwendet. Und weil, wie, das, weißt du, das Allerschwierigste ist die Selbstannahme, sowieso für jeden Menschen. Aber dann, wenn dir noch so etwas Traumatisches passiert, da dann ein Ja für sich zu finden, wenn man das versucht abzuspalten, weil das so traumatisch ist, dass man eigentlich Abstand gewinnen muss, weil es dich innerlich so überfordert, da ein Ja zu finden, also das ist unmöglich. Also da müssen die Menschen in der Medizin die Verantwortung für dich tragen und die gesund sind, da einspringen und sagen, wir versorgen dich, wir schauen zu dir, wir nehmen dich ernst, damit du als also traumatisierte Person genau diesen Spagat nicht machen musst. Und wenn das nicht stattfindet, dann kann das Jahre dauern und in deinem Fall 9 Jahre, bis ein junger Arzt endlich mal wirklich und hier in der Sache wirklich Hand angelegt hat, weil er wirklich nachgespürt hat und nicht einfach mit einem Gerät rein und schauen wir uns die Darmwand an, sonst wirklich abzutasten, was ist da falsch? Wahnsinn. Ja, und das war schon mal pure Erleichterung für mich selber, weil ich wusste, also es hat damals an den Schmerzen, am körperlichen Schmerz nichts geändert, aber ich habe gewusst, okay, ich kann meiner Intuition vertrauen, und zwar zu 100% und immer. Und dann fangst du natürlich zu hadern an mit dem System, weil du denkst, warum und wieso, warum passiert mir das, warum reagieren die so, warum war das und das. Also, aber all diese Fragen bringen eigentlich nichts. Und ich habe irgendwann mir gedacht, weißt du was, lass es hinter dir, vergiss es einfach, also vergiss es einfach, nimm es an, wie es ist, lass diesen Groll. Ich weiß, ich habe damals dem Chefarzt und allen Ärzten, die bei der Geburt dabei waren, einen Brief geschrieben. Das war mir einfach wichtig, wo die Diagnosen schwarz auf weiß sind. Ich habe die Befunde dazugelegt, gesagt, da sind die Befunde. Ich war nicht wehleidig. Und es wäre ihre Aufgabe gewesen, zu sagen: Okay, es tut mir leid, dass irgendwas passiert, aber wir schauen und wir helfen dir. Wenn das gewesen wäre, dann wäre das alles lang nicht so schlimm gewesen, obwohl die körperlichen Verletzungen eben, das war ja gleich schlimm, aber wenn du da Hilfe bekommst und halt, okay, dann wäre das ganz anders abgelaufen. Aber ja, und ich weiß noch, ich hatte damals, ich habe zuerst ein Gespräch gesucht, bevor ich diesen Brief geschrieben habe. Und ich habe nach 9 Jahren in diesem Spital angerufen und wollte einen Termin ausmachen. Und nach 9 Jahren, in denen ich nicht in diesem Spital war, hat mir die Sprechstundenhilfe gesagt, tut mir leid, Frau Treichel, für Sie gibt es keinen Termin. Dann habe ich gesagt, das sagt eh schon alles. Vielen Dank, mehr brauche ich gar nicht wissen. Mehr Bestätigung gibt es gar nicht. Wow. Dass ich nicht einmal einen Termin kriege, also und habe ich gesagt, woher wissen Sie, wer ich bin und überhaupt? Ja. Ja, habe ich gesagt, tut mir leid, aber der Herr Primar sowieso wird Sie nicht empfangen. Dann habe ich gesagt, gut, mehr brauche ich gar nicht wissen. Habe dann einen Brief geschrieben, allen. Und habe einfach für mich. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, du hast getan, was du konntest. Und jetzt lass es hinter dir. Habe da sehr viel Vergebungsarbeit auch gemacht mit mir selber, bezüglich Krankensystem und, den Ärzten. Und gesagt, so, und jetzt schaust du nach vorne, weil das Einzige, was jetzt zählt, ist, dass du gesund wirst Ja. und dass du schmerzfrei wirst. Oh ja. Und
hatte dann noch sehr viel, eben sind wieder viele Untersuchungen, dann auch bezüglich Steißbein waren dann die Frage, ja, wir zwicken es raus, wir brechen es neu und schauen, dass es normal zusammenwächst. Wir tun es mit Botox spritzen. Dann habe ich gesagt, nein, da habe ich gar nichts gespritzt und ich mache das jetzt auf meine Weise. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich muss sagen, ich hatte damals, das waren dann schon gute Ärzte, also die wirklich geschaut haben und einer war dabei in Innsbruck. Der hat dann gesagt, Frau Dreichel, Sie sind der Grund, warum es eigentlich nur noch Kaiserschnitte geben sollte, weil meine Kollegen sind offensichtlich zu blöd, Kinder auf die Welt zu bekommen. Und er hat viele solche Frauen. Und er hat gesagt, es ist Hochachtung vor dem, was sie durchgemacht haben. Ja. Also, ja. Und was aber dann parallel zu dieser ganzen Schmerzgeschichte war, war eben erstens meine Schilddrüse, die völlig verrückt gespielt hat, eben von Diagnose Morbus Basedow zu Hashimoto, zu Autoimmunthyreoiditis, zu wieder, also im Endeffekt hat keiner gewusst, was los ist, weil die Werte haben alle nicht zusammengepasst. Dann war nur, dass mein Körper irgendwann beschlossen hatte, das war nach der dritten OP, musste dann nochmal operiert werden, weil die Darmwand so fest mit der Beckenwand verklebt war und das mussten sie lösen. Weil das jedes Mal beim, ja, ich sag's wie es ist, beim Stuhlgang einfach so weh dann hat, dass ich Sterne gesehen habe. Das musste dann gelöst werden, dann war diese Engstelle mal besser. Und ab dieser OP habe ich keine Hormone mehr produziert. Also ich habe kein Östrogen, kein Progesteron, kein gar nichts, weil so aus PNI-Sicht und ganzheitlicher Sicht, glaube ich, hat mein Körper irgendwie beschlossen, das mit der Fortpflanzung, das lassen wir lieber sein. Das ist irgendwie, kommt nicht so gut rein. Konnte natürlich auch keine Kinder mehr kriegen. Also mir ist nach der großen Bauch-OP gesagt worden, ja, Kinder lieber nicht. Und wenn sie unbedingt wollen, frühestens nach 2 Jahren. Es kann aber sein, dass alles wieder aufplatzt und sie verbluten oder weiß nicht. Und ich habe dann gesagt, okay, nein, also danke, das Kapitel ist abgeschlossen. Und ja, und habe dann aufgrund der Hormongeschichte auch wahnsinnige, also so Wechselbeschwerden kann man es nennen, damals war ich 35, bekommen, die sich auch keiner erklären konnte, war in Spezialkliniken und. Dann hat mir ein Arzt gesagt, ich möchte doch, ich springe ihm an. Also da bin ich dann echt schon wahnsinnig geworden. Das war Spezialklinik, Hormonspezialklinik. Und dann hat er gesagt, wie hat er gesagt? Machen Sie mehr Sport. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Ich trainiere für einen Triathlon. Ich trainiere 3 Stunden am Tag. Also ich glaube, ich bin fitter wie Sie. Sagt, ja, aber Ihr Gewicht und so. Und sage, ja, genau deswegen bin ich da, weil da stimmt ja was nicht. Und jetzt wissen wir ja, dass ich keine Hormone habe. Ich sage, ich will nur wissen, warum produziert mein Körper keine Hormone? Woran liegt es? Dann habe ich gesagt, ja, machen Sie autogenes Training und sonst nehmen Sie die Pille. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Also, nein. Und dann habe ich gesagt, ja, sage ich mit anderen Worten, Sie wissen nicht, was herkommt. Dann hat er gesagt, ja, nehmen Sie die Pille und so. Und dann haben wir die untersucht, so grob, also gynäkologische Untersuchung, dass ich echt, also ich bin auf diesen Stuhl gelegen und habe gesagt, wenn Sie jetzt nicht gleich aufhören, dann kotze ich Ihnen jetzt daher, ich kann nicht mehr. Dann, haben Sie solche Schmerzen? Dann habe ich gesagt, haben Sie mir zuerst zugehört? Und dann, aha, ja. Und dann eben, also ich bin dann raus mit der Empfehlung, ich solle doch die Pille nehmen. Wenn mein Körper keine Hormone produziert, dann muss man es halt anders zuführen. Dann habe ich gesagt, nein, danke. Und mir wurde dann eine sehr, sehr gute Frauenärztin empfohlen. Zu der bin ich dann hin. Die hat mir untersucht, wieder alle Blutuntersuchungen gemacht, eben, ja, keine Hormone. Sie hat dann gesagt, ich muss was nehmen, weil sonst geht es nicht. Zellalterung ist viel zu schnell dann und das geht gar nicht. Hat man dann bioidente Hormone empfohlen, die ja bis heute noch nimmt, wobei wir sie schon sehr reduziert haben. Und sie hat damals gesagt, also es ist ein Wunder, dass ich überhaupt nur gerade stehen kann. Und es ist ein Wunder, dass sie also nicht schon, ja, ich weiß nicht, wie viele Bandscheibenvorfälle gehabt habe und. Und sie hat gesagt, Hochachtung vor dem, was ich selber da geleistet habe und dass sie mich selber an diesen Punkt auch gebracht habe, dass es mir so gut geht. Wobei ich zu dem Zeitpunkt immer noch Schmerzen hatte, aber für mich jetzt schon in einem erträglichen Ausmaß. Hatte dann auch noch andere Ärztin gefunden, die mich
infiltriert hat, aber mit Lidocain und Dramel. Also das war sehr, 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 sehr gute Ärztin, die mir wirklich viel geholfen hat. Aber ich glaube, es waren sicher an die 500 Spritzen, die ich da gekriegt habe. So im Laufe der Zeit. Ich habe wahnsinnig viel Geld natürlich investieren müssen in meine Heilung, habe auf spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsweg auch sehr, sehr viel gemacht und war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht es so halbwegs, wobei die Schilddrüse mir zweimal völlig entgleist ist. Also einmal hat der TSH von 186. Also da hat es auch geheißen, es ist ein Wunder, dass sie nur gerade stehen können. Also da ist es auch losgegangen mit Panikattacken etc. Und ja, musste dann 160 Mikrogramm Thyrix nehmen. Bin dann zu einer Ayurveda-Ärztin, dann haben wir das Gott sei Dank auf diesem Wege mal runtergebracht auf 125. Haben sehr, sehr viel gemacht. Und da war ich aber dann jahrelang auf dem Punkt, wo es gleich geblieben ist von der Schilddrüse. Und ich hatte dann schon viel mit Ernährung beschäftigt, Orthomolekularmedizin, und habe da schon versucht, auf Gluten, Milch etc. zu verzichten, viel Obst und Gemüse zu essen. Das hat aber, und viel Fisch und Fett zu essen, weil das war das, was wir damals in der Ausbildung gelernt haben, dass das also so in Richtung Ketogen. Und es ist mir dann immer ein Stück besser gegangen und dann hat es wie alles zusammengeklappt. Genau, es ist wieder gekippt. Genau. Und eben dachte, jetzt mache ich und tue ich und irgendwie klappt das nicht. Und hatte da wirklich zweimal eine ziemlich heftige Schilddrüsenentgleisung, die immer damit geendet hat, dass ich dieses Medikament wieder genommen habe, weil ich damals geglaubt habe, das ist das, was mir hilft. Ja? Und habe dann wann war das, vor 1,5 Jahren dann, oder 1,5 Jahre, ja, ist das jetzt circa her, von Anthony William gehört, das erste Mal. Der ist mir da von zwei Seiten gleichzeitig empfohlen worden. Und ich habe mir gedacht, naja, jetzt nicht schon wieder was Neues und jetzt mach mal was und so. Aber man dachte, okay, komm, es ist ja nur ein Buch, das kannst du ja jetzt mal lesen. Ja? Und ich habe mir dann Heile deine Schilddrüse gekauft und auch das Medical Medium Buch. Und das Lesen dieses Buches war wie ein Ankommen. Ich habe dieses Buch gelesen und habe mir gedacht, wow, endlich einer, der mich versteht. Endlich ein Weg, endlich der rote Faden, endlich dieses Puzzleteil, was mir immer gefehlt hat. Und habe dann angefangen, den Selleriesaft zu trinken, den Smoothie zu machen, Zitronenwasser habe ich vorher schon getrunken. Und jetzt ist es so, dass ich mit dem Schilddrüsenmedikament auf die Hälfte runter bin. Also bin jetzt bei 62,5. Es geht mir gut. Ich merke, es ist vom Gewicht her, es ist nur schwierig, aber es ist, wenn man das so aus Anthony Williams Sicht oder was er sagt, sieht, dann ist es für mich völlig logisch, weil ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, welche Unmengen Adrenalin durch diesen ganzen Stress in mir gespeichert, dass ich richtig merke, mit jedem Mikrogramm, das ich reduziere, kommen alte Geschichten hoch, kommen alte Emotionen hoch, geht dieses Adrenalin raus. Und es ist ja, er beschreibt es ja so, dass das im Fett oder in den Fettzellen gespeichert wird. Und wenn der Körper das gerade alles rauslassen würde, dann wäre das viel zu viel Entgiftung auf einmal und so tut das wie verwässern, dass es einfacher ist. Und das merke ich jetzt auch. Also ich habe jetzt, mir kommt vor, ich hab relativ viel Wasser im Körper, aber ich bin fit. Also ich bin fit, ich kann Sport machen, ich kann alles machen. Ich war dieses Jahr bei einem Spartan Race dabei. Und das ist so ein Hindernisrennen, so ein verrücktes, recht anstrengend und was dem Körper sehr viel abverlangt. Und ich muss sagen, ich hatte null Schmerzen. Null. Also ich bin wirklich schmerzfrei jetzt. Ich habe auf mentaler Ebene sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich bin, was den Bauch betrifft, völlig schmerzfrei. Was ich merke, wenn etwas ist, dass ich. Das passiert Gott sei Dank sehr selten, aber wenn jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, dass man mal umknackst oder so und dass dann mein System auf Hochalarm fährt.
Genau. Ja? Ja. Aber es ist kein Wunder, wenn du so lang so hohe Schmerzen gehabt hast. Und ich war wirklich, es gibt ja diese berühmte Skala von 0 bis 10. Und ich war 11,5 Jahre sicher bei 9, jeden Tag. Und frag mich nicht, wie ich das durchstanden habe. Ich weiß es nicht. Ich musste einfach. Ja? Und wenn ich jetzt auch nur annähernd in diese Richtung komme, dann flippt alles. Also dann. Das ist ein Trauma, das ist Ja. abgespeichert. Ja. Der Aber ich Körper. habe Verständnis für meinen Körper und ich habe mittlerweile eine Hochachtung vor meinem Körper, was er da alles mitgemacht hat, wie gut er das alles mitgemacht hat und wie schnell er jetzt erheilt. Also wie schnell wir das gemeinsam jetzt eigentlich hinkriegen. Und das ist schon ein Wunder für mich und das ist auch das, was ich jetzt in meiner Arbeit mache, was ich weitergeben möchte, weil ich weiß, dass es funktioniert. Und so ein Heilungsweg ist nicht einfach, nicht immer einfach. Es verlangt einem viel ab, gerade wenn, also ebenso wie bei mir, diese so viel Emotion da drin steckt auch noch, weil so viel Missachtung, Demütigung, was weiß ich was als dabei war. Oder dieses alleingelassen werden und nicht verstanden werden. Und aber ich habe eben, ich weiß es ja jetzt, ich habe sehr viel drüber gelernt. Habe Ausbildungen in die Richtung gemacht und deswegen stresse ich mich ja nicht. Also ich stresse mich überhaupt nicht. Und wenn dieser Heilungsweg nur 2 Jahre geht, bis ich weg bin von den Medikamenten, dann geht es 2 Jahre. Ich stresse mich nicht. Ja. Aber es geht in die richtige Richtung. Und eben mein allergrößtes Ziel, schmerzfrei zu sein, habe ich erreicht. Und das bleibt so. Und Ich gratuliere dir von ganzem Herzen ja. und meinen größten Respekt. Also, das ist, mir wurde richtig körperlich übel, was du alles erzählt hast von diesen Schmerzen und dieser Demütigung und Missachtung, was du da durchgemacht hast. Das kann jetzt nur, wo du jetzt auch sagst, du heilst, hast Vergebungsarbeit gemacht, daraus entsteht pures Gold, was du jetzt anderen mitgeben kannst, die ähnliche Sachen erlebt haben. Und du darfst es jetzt weitergeben und anderen Menschen in ihrer Selbstheilung helfen. Das ist so wunderbar, aber dass du das geschafft hast, wirklich Wahnsinn. Ja, das denke ich mir selber so, wie hast du das gemacht? Aber weißt du, du bist ja selber Mutter und ich hatte wie keine Wahl. Also ich hatte schon des Öfteren eine Wahl. Ich habe einmal so ein Nahtoderlebnis gehabt nach einem Sturz über die Treppe, wo ich wirklich vor der Wahl gestanden bin. Und ich habe immer, ich habe mich, also die ersten Jahre hatte ich immer für meinen Sohn gekämpft, weil ich mir gedacht habe, ich kann ihn in dieser toxischen Umgebung nicht alleine lassen. Es geht nicht. Für mich selber, muss ich zugeben, hat es viele Momente gegeben, wo ich zum Beispiel mit dem Auto gefahren bin und mir gedacht habe, reiß einfach das Lenkrad um, so vor einem Tunnel oder so. Reiß einfach das Lenkrad um, fahr gegen die Wand und es ist vorbei. Also das hat mir oft, eben echt oft gewünscht, einfach vielleicht einfach nicht mehr aufzuwachen oder dass es einfach aufhört, dass es einfach vorbei ist irgendwann. Für mich selber und habe mir immer gedacht, hör auf, so einen Scheiß zu denken. Du musst da bleiben. Du kannst ihn nicht alleine lassen und auch mein Mann. Und habe aber lang das nur für ihn gemacht. Und bis zu diesem Nahtoderlebnis, wo ich dann, da hat es einen Schalter umgelegt in meinem Hirn und ab da habe ich angefangen, für mich zu kämpfen. Und ab da habe ich auch angefangen, wirklich ganz gezielt wieder auf also wirklich meiner Intuition zu vertrauen, auch wenn die nur so verrückte Sachen gesagt hat. Bin immer schon sehr intuitiver Mensch gewesen, gleichzeitig aber auch vernünftig, meistens halt. Und aber wenn dir sowas passiert, oder? Dann fängst du an zu zweifeln an deiner Intuition. Ja? Und bei diesem Nahtoderlebnis, das war irgendwie wie so der Klick, so egal, was irgendwer dir sagt, als erstes hörst du auf dich selber. Hör auf dein Herz, hör auf deine Intuition, hör auf diese innere Stimme, hör auf das. Und ab dem habe ich angefangen, für mich zu kämpfen und ich wusste dann plötzlich, ich habe die Heilung in mir selber. Ich bin die Einzige, die mir helfen kann. Also jetzt nicht. Nicht da draußen gibt es niemanden,
der mir hilft, sondern ich habe vorher die Hilfe immer im Außen gesucht. Ja? Ja, da muss es doch einen Arzt geben oder einen Therapeuten oder einen Guru oder irgendwas. Irgendwer muss mir doch quasi bitte, irgendwen muss ich doch finden, der mir sagt, was ich zu tun habe, dass ich gesund werde. Ja? Und das hat aber eben nicht funktioniert. Und ab diesem Erlebnis habe ich plötzlich zur innere Sicherheit gehabt, ich weiß selber, was zu tun ist. Mhm. Und ich habe mich bei diesem Sturz, das war ein Sturz über die Treppe, habe mir da den Oberschenkel abgeschlagen und ich wusste plötzlich, also es klingt jetzt verrückt, aber ich konnte so wie in meinen Körper reinsehen, ich wusste genau, was kaputt war und was nicht und ich wusste auch, das kannst du selber heilen. Und dann war es so, wenn du das kannst, dann kannst du die alten Verletzungen auch heilen. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt sind mir immer die richtigen Ärzte begegnet, immer die richtigen Therapeuten, die mir immer einen Schritt weitergeholfen haben. Ja. Und das ist so, was ich jetzt meinen Klienten, Patienten weitergeben möchte. Such nicht im Außen. Du bist allein der Mensch, der dir wirklich helfen kann, weil du bist der oder diejenige, die dich selber am besten kennt. Und du musst die Verantwortung für dich übernehmen. Du kannst die Verantwortung für deine Gesundheit, für dein Leben nicht an irgendjemand anderen abgeben. Sondern du musst für dich selber die Verantwortung übernehmen, gewisse Schritte setzen, ob das jetzt mit Ernährung ist oder indem man sie halt einmal mit seinen negativen Emotionen, Ängsten auseinandersetzt. Das kannst nur du selber. Das kann dir niemand abnehmen. Und ab diesem Zeitpunkt ist es relativ schnell eigentlich gegangen, dass ich dann schmerzfrei geworden bin. Mhm. Wow. Das ist so eine tiefe Wahrheit, die du aussprichst, dieses Bewusstsein für die eigene Stärke zu entwickeln. Weil in unserem System, wir werden eigentlich eher zur Bevormundung erzogen. Also in der Schule wird einem gesagt, was man lernen muss, was wichtig ist. Dann in den Ausbildungen auch. Also die Information, wir sind uns halt gewohnt, dass die von außen kommt. Aber dass unser Körper, unsere Körperintelligenz uns mitteilen könnte, in welche Richtung es geht oder auch dieses Gespür, dass du sagst, du bist dann zu den richtigen Ärzten gekommen, dass auch da unsere Intuition leiten kann, welche Therapieformen, weil ich meine, es gibt so viele verschiedene Geschichten, wo Menschen Heilung gefunden haben. Ich kenne Menschen, die haben sich über ätherische Öle geheilt. Also dieser Weg, der kann individuell sein, aber sie haben auf sich gehört. Sie kamen schlussendlich an den Punkt, wo sie gemerkt haben, das ist die Richtung, hier schwingt etwas an. Aber ich glaube, dass das immer mit einem Zerbruch einhergeht, oder? Weil wenn alles funktioniert, wenn alles funktioniert und gut ist, dann läuft es einfach. Dann läuft es, dann ist man vielleicht nicht gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, weil man ja keinen Anlass dazu hat. Ich denke aber auch, dass es ein großes Gesellschaftsproblem ist, weil wie du sagst, wir werden ja dazu erzogen, im Außen immer die Lösung zu suchen. Es wird ja in der Schule nicht unterrichtet, hör auf deine Intuition und wie geht das? Ja, und hab dann auch den Mut, dir zu folgen, auch wenn die Sachen sagt, wo du denkst, das ist... Warum? Ja, warum? Wieso? Was hat das jetzt für einen Sinn? Das wäre eigentlich ein gutes Fach in der Schule, ja? Dann würden wir uns viele Probleme auf der Welt ersparen. Und das ist für mich, also gerade in der Medizin, ich arbeite ja seit über 20 Jahren mit Menschen und ich habe die Erfahrung gemacht, eben durch meine eigene Geschichte, glaube ich, also habe ich natürlich ein sehr, sehr gutes Körpergefühl entwickelt und auch sehr viel Empathie für meine Patienten. Und ich bin oft von meinen Patienten wie auf so einen Guru-Sockel gehoben worden und gesagt, ja, wenn ich was habe, dann gehe ich zu Marion und die hilft mir. Und in mir hat sie da immer total was gesträubt, weil ich mir gedacht habe, nein, das ist der falsche Weg. Mhm. Also die, weißt du, immer so, ja, du machst es dann schon wieder gut. Ja? Und da ist jetzt mein Anliegen, das ist eigentlich eines meiner Hauptbestreben in meiner Arbeit jetzt, dieses Denken umzupolen in
Ich habe die Verantwortung für mein Leben, ich habe die Verantwortung für meine Gesundheit. Was kann ich tun? Natürlich brauchst du dann Hilfe von außen, Ja. ja? Und natürlich bin ich dann auch als Therapeutin oder Coach, die gewisse Inputs gibt oder Anstöße gibt, ja? Aber dieses Denken sollte sie meiner Meinung nach, oder ich hoffe, dass sie das ändert und dass man da neue Wege in der Medizin macht, weil Patienten sind es jetzt gewohnt, die gehen zum Arzt, die sagen, ich habe das und das, der sagt, ja, nehmen Sie das und diese Pille, und dann ist wieder gut, am besten morgen. Ja? Und wenn es morgen nicht gut ist, dann kommen Sie wieder, dann nehmen wir eine andere Pille, und wenn es nicht gut ist, dann machen wir die und die Untersuchung. Oder die und die Operation. Also es wird immer im Außen und eine schnelle Lösung erwartet, weil die Gesellschaft schnelle Lösungen braucht, weil sie gut funktionierende Arbeiter braucht. Ich sage es jetzt selber spitz, ja. Weil ein normaler Heilungsweg, der braucht halt mehr länger und bedeutet auch, dass man sich mit sich selber intensiv auseinandersetzt, mit seinem Leben, mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen, mit Erfahrungen, mit allem. Und das ist gar nicht so schlimm, wie es immer klingt. Ja, also sich seinen Ängsten zu stellen, ist nicht so schlimm, weil die Ängste sind ja, das ist ja was aus der Vergangenheit, das ist nichts Aktuelles. Und Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, diese Zeit. Alles hat seine Zeit. Und ich werde das auch am allermeisten gefragt von Klienten, wie lange dauert das mit der Ernährungsumstellung? Wie lange dauert das, bis es mir besser geht? Und das, genau, das, so sind wir geprägt. Wie lange dauert etwas? Wie viel kostet etwas? Ja, und wann kann ich wieder so funktionieren wie vorher? Genau, ja. Aber es ist halt eben, wir werden so erzogen. Und Ja. ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit und auch du mit deiner Arbeit, dass wir da ein anderes Bewusstsein schaffen für Medizin, neue Wege in der Medizin schaffen und auch, es gibt so einfache Wege. Es gibt so ganz einfache Wege. Ich denke mal eben, ich sage es jetzt, Obst und Gemüse essen ist jetzt ja nicht, ist nicht wahnsinnig teuer, das kann jeder machen. Und da beginnt es schon, ja. Und mich fragen einmal Leute, ja, wie lange muss ich das nehmen und wie lange soll ich das und das? Und oh Gott, was soll ich dann nur essen? Und ich sage, hey, stopp. Ja. Erstens, Step by Step. Nicht alles auf einmal, ist viel zu viel. Ja. Was kannst du jetzt machen? Was kannst du leicht umsetzen? Wenn nur was, was leicht umsetzbar ist und für den Menschen gut machbar, bleibt da. Als andere macht da eben, ja, okay, jetzt muss ich diese Medizin 3 Wochen nehmen und dann ist gut. Ja? In diesen 3 Wochen kann die Medizin auch grausig schmecken. Ja? Aber dann ist gut. Mit dieser Erwartungshaltung geht jemand auf seinen Heilungsweg und jetzt haben wir da aber andere Wege. Und eine Ernährungsumstellung ist ja nicht eine Diät für 3 Wochen. Und dann trinke ich 3 Wochen Selleriesaft und dann ist alles geheilt, sondern das ist ja eine Lebenseinstellung. Ja? Und da muss man einfach ein anderes Bewusstsein schaffen. Also da liegt, glaube ich, nur ein bisschen ein weiterer Weg vor uns, weil sehr viele Generationen das jetzt anders gelernt haben. Aber wenn man es selber erfahren hat, dann kann man es auch glaubwürdig weitergeben. Und ich merke, dadurch, dass es mir jetzt so gut geht, kommen die Leute ja selber und fragen und sagen, hey, wie hast denn du das gemacht? Ja, was hast du gemacht? Wie machst du das? Kannst du mir vielleicht helfen? Und ja, und ich, weißt du, wenn man, du hast die Erfahrung sicher auch selber gemacht, wenn man dann sagt, ich weiß, es ist nicht einfach. Es ist manchmal nicht einfach. Und ich verstehe die. Und weißt du, und jetzt hast du vielleicht die und die Reaktion, das ist eine Entgiftungserscheinung. Man muss es aber wissen. Weißt du, wenn man es nicht weiß, kriegt man Angst und denkt sich, oh Gott, das funktioniert nicht und jetzt geht es mir schlechter als vorher. Ja? Aber wenn man das erklärt und wenn die Leute das wissen, dann sehen sie es positiver. Das ist nichts anderes wie jetzt nach einer Faszienbehandlung zum Beispiel. Da kann das 3 Tage so wehtun. Du kannst sogar wie ein bisschen dich total krank fühlen als Ganzes. Ja?
Und ich sage dann immer zu meinen Patienten, wenn das ist, dann freu dich. Wenn du müde wirst, freu dich. Heißt, dein Immunsystem arbeitet. Ja? Dein Immunsystem ist am Reparieren. Mhm. Und dann gib deinem Immunsystem Zeit. Ja? Dann mach in diesen 3 Tagen das und das und das. Freu dich, auch wenn es weh tut. Ja? Aber dann weißt du, es wird jetzt repariert. Und reparieren heißt nicht, oder heilen heißt nicht, wir machen was und dann macht es Simsalabim und dann ist alles gut. Ja? Sondern Heilung heißt, es kann einmal kurzfristig mehr wehtun, weil es einfach eine Reaktion gibt. Ja? Aber dann komme ich raus aus dieser Spirale. Mhm. Und es ist allein dieses Wissen, dass es Wege raus gibt aus der Spirale, macht schon sehr viel aus. Also in der klinischen Psychoneuroimmunologie nennt man das Deep Learning. Allein das ist so wichtig, weil wenn Leute kommen mit den Gedanken und ihrem Wissensstand, mir kann sowieso keiner helfen, das ist jetzt eine chronische Autoimmunerkrankung, die ist unheilbar, mhm, oder man hat gehört, lernen Sie mit diesen Schmerzen zu leben, wir können das nicht mehr ändern, mhm, dann haben die das zu 100% im Gehirn eingebrannt. Mhm. Ja? Und dann ist das so, weil was du denkst, ist so, wie du es denkst. Mhm. Ja? Und allein da jetzt mal dieses Deep Learning, dass man sagt, daher, okay, der Schmerz ist jetzt so und das kann sich dahin verändern und das kann so und das, der Gehirn macht es. Und was hast du für Gedanken dazu und wie und was? Das einfach erklären, ja, ah, diesen Gehirnnebel erklären, diesen, alles was halt dazu, dann, dass die Leute mal wissen, sie sind nicht doof, ja, und sie spinnen nicht. So wichtig, ja. Ja, allein dann passiert schon so viel Heilung. Ja. Weil sie sich mal verstanden fühlen, ja, und aufgenommen fühlen, ja, und ernst genommen fühlen und nicht in so, naja, das ist psychosomatisch und ja. Und das wäre eigentlich so einfach, auch als Impuls für unsere Mediziner, das wäre so einfach, auch wenn ihr die Antworten nicht kennt, wenn ihr die Bücher von Anthony William nicht gelesen habt, wenigstens sagen, wow, du hast Schmerzen, ja, ich anerkenne das, ich sehe das. Ja. Auf den Laborwerten sehe ich das nicht, aber ich glaube dir, du hast da eine Geschichte. Und das einfach mal als Grundlage zu schaffen, das, dafür wollen wir kämpfen, auch hier bei Chronisch Ehrlich einfach zu sagen, hört hin und fangt an zu glauben, damit dieses Trauma mal nicht entstehen muss. Wenn schon ein körperliches Trauma, bitte nicht auch noch das psychische. Das ist so wichtig, weil dieses Unverstandenwerden, damit wirst du automatisch abgeschoben in eine Schublade. Und ich verstehe ja nicht, ja, das ist auch wieder so ein Gesellschaftsdenken, glaube ich, unter den Medizinern, man kann nicht sagen, ich weiß es nicht. Man, also wenn ein Arzt sagen würde, tut mir leid, ich weiß es nicht, aber ich kenne jemanden, genau, da habe ich das schon mal gehört. Versuchen Sie doch da. Genau. Es ist doch keine Niederlage für einen Arzt, wenn er mal was nicht weiß. Woher soll er denn alles wissen? Der kann er das auch nicht alles wissen. Das wird ja von niemandem verlangt. Aber irgendwie ja, ist das Denken doch oft so. Und dann wird der Patient abgestempelt. Und kein Mensch, niemand, erfindet Schmerzen, weil er gerade lustig ist. Niemand hat freiwillig Schmerzen. Und wenn jemand sagt, mir tut das weh, dann tut ihm das weh. Und in dem Ausmaß, wie er das sagt, das ist unterschiedlich, bei jedem Menschen anders. Und das gehört einfach ernst genommen, wahrgenommen. Und wenn du da nicht wahrgenommen wirst, natürlich fangst du an deinem Gefühl, an deiner Intuition, an allem, an dir selber zutiefst zu zweifeln. Ja. Und dann ist das Immunsystem ausgeschalten, mehr oder weniger, weil deine Stressachse hochfährt, ja. Ende nie. Du fühlst dich allein und das ist das Schlimmste für einen Menschen, weil wir sind Erdentiere, wir wollen alle zugehörig sein, anerkannt werden, respektiert werden, geliebt werden. Und da haben wir das Gefühl, ja, wir gehören jetzt nicht mehr dazu, weil erstens funktionieren wir nicht mehr so, wie uns die Gesellschaft gern hätte, weil wir haben Schmerzen, das heißt, wir können das und das nicht mehr machen. Mhm. Und ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich nach auch innerhalb der Familie das, oder Freunden, die dann eben nach, weißt du, 11 Herberge, so lange Zeit, und auch nach
ein halbes Jahr nach der Operation, wenn es geheißen hat, er tut dir das immer noch weh. Ja. Wieso hast du immer noch Schmerzen? Und dann war er so, ja, du bist doch Physio. Ich meine, also ich habe dann oft gehört, ja, naja, aber du musst das doch selber am besten wissen und so. Und also du wirst schon sehr schnell abgestempelt und du kannst ja sozial viele Sachen nicht mehr mitmachen. Ich weiß noch, ich bin jahrelang, also ich habe mir immer gedacht, okay, an dem Tag muss ich so viele Stunden arbeiten. Also ich musste ja meine Arbeit drastisch reduzieren, weil sonst wäre es einfach nicht gegangen. Und dann fangst du an zum Überlegen, okay, an dem Tag muss ich das und das machen. Weil mein Mann dann gesagt hat, geh mal ins Kino. Und ich so, oh, nein, nicht schon wieder sitzen. Ja. Es geht nicht, weil ich wusste, wenn ich das mache, dann habe ich die nächsten 3 Tage wieder Höllenschmerzen. Ja? Und das macht keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß. Und ich habe bei so vielen Patienten beobachtet, dass das einfach, das ist wie nicht existent, wenn sie zum Arzt gehen. Diese Folgen auf dein ganzes Leben, ja? Auf dein Sozialleben, auf dein Berufsleben, auf deine Gefühlswelt, auf alles. Weil du denkst, ja, ich kann jetzt nicht schon wieder Nein sagen. Dann gehst du mit, aber du leidest, du hast Schmerzen. Das heißt, du bist ja dann auch nicht nur zu lustig oder hast einfach keinen Spaß dran. Ich meine, das sieht man dann ja auch. Ja? Und das hat keinen Platz in der Medizin. Ja. Und wenn ich mit Menschen jetzt drüber rede, also ich habe einige langjährige Schmerzpatienten, also ist interessant, zu mir in die Praxis, in die Physiopraxis sind jetzt die letzten Jahre immer mehr Leute kommen, also sicher 9 von 10 Patienten, die sagen, mir kann eh keiner mehr helfen, aber ich mache das halt jetzt. Ja? Und dann ist ein Gespräch, nur ein Gespräch, wo man sagt, okay, hast du manchmal das oder geht es dir manchmal so? Und die sagen, boah, woher weißt du das? Und ja, genau so fühle ich mich. Und endlich jemand, der mich versteht. Und allein dieses Gespräch reduziert die Schmerzen schon um ein Vielfaches. Ja. Und denke mir, es wäre so einfach. Es ist einfach. Sagst, es wäre so einfach. 15 Minuten, die Ärzte haben, 15 Minuten weniger auf den Bildschirm schauen und die Laborzahlen und 15 Minuten mehr in die Gesprächstherapie und den Menschen wirklich sehen und annehmen und anerkennen und ja, das Ankommen, zuhören. Ja. Ja, liebe Marion, wir kommen zum Ende. Ich denke, ich werde dich einfach nochmal einladen und spezifischer mit dir über das Schmerzfreiwerden reden, gerade für Menschen, die langjährige Schmerzen haben. Ich möchte noch einen Satz sagen, der sehr heilsam ist, und zwar, der Geheilte hat Recht. Und das ist so der Satz, der mir immer nachklingelt, wenn ich deine Geschichte höre. Der Geheilte hat Recht, und ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du uns in deine persönliche Leidensgeschichte mit reingenommen hast. Und auch ein großes Dankeschön, dass du diese ganzen Schmerzen durchgehalten hast, dass sie dich zu der Menschin gemacht haben, die du heute bist, nämlich eine fantastische Therapeutin und Schmerzbegleiterin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Arbeit. Danke. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt von dir und wir hören uns bestimmt nochmal. Ich würde dich gerne nochmal einladen. Sehr, sehr gerne, das würde mich sehr freuen. Ja. Ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart und gelauscht habt. Das war wieder eine unglaubliche Geschichte und ich bin so froh, dass ich Menschen wie die Marion immer wieder kennenlernen darf und dass ja, die gute Nachricht einfach rauskommt in diese Welt, dass es möglich ist, die Heilung zu finden und zwar die selbstbestimmte Heilung, die von einem von innen herauskommt. Und ja, ich möchte euch ermutigen, schreibt gerne in die Kommentare rein, wenn ihr ähnliche Erlebnisse gemacht habt oder ja, wenn irgendwas bei euch drin angeschwungen hat, weil die Marion hat jetzt so viele tolle Sachen gesagt. Ich freue mich sehr auf einen regen Austausch und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dann, meine Lieben.